Souverän, richtig? Ja, Souverän. Ganz genau, ja. Warum wollen Sie Ihr Praktikum gerade hier machen, so weit weg von Ottawa? Meine Bewerbung habe ich 100 Abgeordneten geschickt, aber nur Sie haben geantwortet. Und von wo genau kommen Sie jetzt? Aus Port-au-Prince, ganz genau. Okay. Als Praktikant. Ich verfolge ein Ziel. Ich will lernen. Wenn ich nicht im Parlament bin, verbringe ich den Montag und Freitag im Büro. Lese Dokumente, empfange Bürger. Ich ward geboren an diesem Ort unter des Polarlichts Glanz. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fahre ich durch die Gegend. Sie werden sehen, dass die Gegend echt gewaltig ist. Was wollen Sie erreichen? Fürs Erste, Ihre Unterstützung. Es ist ganz einfach, Souverän. Man muss nah an den Menschen sein. Ich fordere das Parlament auf, für den Einsatz unserer Truppen zu stimmen. Du wirst natürlich dafür stimmen. Was? Ich werde mich enthalten. Erstmal regle ich die Probleme in meinem Bezirk. Und dann rette ich den Planeten. Sie können Ihre Wähler entscheiden lassen. Sie sind unabhängig. Das ist zu aufwendig. Wer will dann hier? Ich? Die konservative Abgeordnete von Peace Valley in Alberta hat vor, sich zu enthalten beim Votum über den Armeeeinsatz. Konservative 155 Sitze. Okay, okay. Den Konservativen fällt eine Stimme. Position 153 ohne mich. Also ist es, naja, Ihre Stimme, die über den Krieg entscheidet. Sind Sie für oder gegen die Entsendung der kanadischen Truppen? Ich denke, dass die Situation ein wunderbares Fenster zur direkten Demokratie öffnet. Ich halte es für meine Pflicht, die Bürger zu befragen. Die entscheidende Stimme? Die Art, wie du das sagst, hilft nicht, mich zu beruhigen. Jetzt kannst du allen zeigen, dass ein Leader in dir steckt. Monsieur Dubois, ein Anruf aus Ottawa, das Büro des Premierministers. Ich möchte mein Kabinett umstrukturieren. Ich kann benennen, wen ich will, solange die Person ein gewähltes Mitglied des Parlaments ist. Wisst ihr, was ich dann für die Leute sein werde? Die Tochter des Kerls, der meine Generation in den Krieg schickt. Der Bürgermeister. Steve, wir zwei sind nicht auf derselben Wellenlänge. So bin ich es für alle der Buben. Ihr blockiert also die Straße, damit die Algonquin aufhört, die Straße zu blockieren. Natürlich, wenn man es so sagt. Hör auf zu reagieren. Nimm das Ruder in die Hand. Bam! Na, das will ich aber sehen, Monsieur Gibor. Ich sage Ihnen, was es bewirkt, wenn wir in den Krieg ziehen. Neue Jobs! Wer von euch ist für den Krieg? Aber du bist in die Politik gegangen, weil du etwas ändern wolltest, hä? Aber das kannst du nicht. Du hast keine Macht. Wäre doch schön, wenn unsere Opfer sich lohnen würden. Ihre Stimme für Kanada für die Freiheit. Die Menschen hier brauchen Arbeit. Halten Sie die Leute hier etwa für Volltrottel? Ich sage fuck off. Sie haben keine Deine Meinung. Deine Stimme steht nicht zum Verkauf. Dafür oder dagegen ist doch nicht so schwer. Sag schon, Gibor. Wie ist deine Meinung? Die sind doch durchgeknallt. Was soll das denn? Was hast du aus all dem gelernt? Ich habe gelernt, dass ich nichts weiß. Ach, mein Junge, das habe ich schon vor Jahren begriffen.